Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute machen wir einen Auftrag, einen Kundenauftrag. Das wird ein Hochzeitsgeschenk werden. Und zwar machen wir eine Dreieretagiere. Einmal mit der ganz, ganz großen Form, die 33 cm Form. Die drei Formen, die ich hier habe. Ihr seht die dritte, glaube ich, nicht. Die ist hier. Die beiden gehören zusammen. Und die große Platte habe ich leider von der Form nicht. Aber ich denke, da kann man auch kreativ sein. Wir nehmen einfach diese große hier dazu und dann fällt das gar nicht auf. So, aber was wir heute neu machen, ich habe was ganz Tolles aus Lauras Stübchen oder Lauras Lädchen heißt es, glaube ich. Und zwar haben wir hier eine Etagierenhalterung. Sehr, sehr stabil, viel, viel kräftiger. Ich glaube, da muss man ein Bohrloch von 9 mm nehmen, Zentimeter, Dings. ihr kennt diese kleinen Stangen, ihr kennt diese ganz fein für Gebäck und so weiter. Diese hier, das ist eine richtig, richtig stabile Halterung. Man kann die, genau wie die anderen auch, entweder in Zweier machen oder als Dreier-Etagiere. Heute werden wir alle drei Stangen verwenden. Und ja, dazwischen kommen dann eben halt die Platten. Und ihr seht schon, es ist vom Durchmesser schon ein bisschen was Kräftigeres und viel, viel stabiler als diese feinen. Ne? Also diese großen Platten, die brauchen einfach ja auch etwas Kräftigeres. Diese sind nicht ganz so günstig wie die, die ich vorher genommen habe für die feineren Sachen. Diese hier liegt bei, meine ich, 34,90 Euro. Das ist nicht sehr günstig, aber es hat einfach eine längere Lebensqualität. So, und ja, wenn man sowas verschenken möchte, das soll ja auch ein bisschen halten. Hier unten ist noch Filz dran, damit es nicht wegrutscht auf den Tisch und auch eben den Tisch nicht zerkratzt. Und ja, das Ganze gibt es in Silber und in Anthrazit. Ich verlinke euch natürlich ja, den Shop in die Artikelbeschreibung. Da könnt ihr dann nochmal gucken und genau, da verlinke ich euch ja sowieso alle Materialien. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit der Hochzeitsetagiere. Und dieses Mal halten wir uns ein bisschen mehr in Silber. Sonst haben wir ja immer ein bisschen mehr Gold gemacht. Heute machen wir was mit Silber und Weiß und so. Und ja, schaut einfach zu. Ich bin wirklich gespannt, was es wird. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie es aussehen wird hinterher, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich mische jetzt das Resin an und wir sehen uns nach einem kurzen Intro wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ja, ihr seht hier vorne schon meinen rot-weiß-silberfarbenen Becher. Das habe ich geschichtet mit Sterling Silber Ocean Wave White und Lipstick Red. So, das helle ist nur klares Resin und eben diese, ja, diese Flakes da drin, ne? Diese Silberflakes. Das mache ich jetzt halb und halb in die Schalen, in die Aufläufe, nein, in die Formen. Und ja, ihr seht, dass das so ein bisschen Muster ergibt. Das habe ich mir eigentlich ein bisschen besser vorgestellt. Da muss ich noch mal ein bisschen mir was überlegen, wie ich das nächstes Mal anders mache. Das ist mir so jetzt noch ein bisschen zu dunkel und zu einfach. Da habe ich mir gleich noch mal ein bisschen, ja, ich hatte noch so ein bisschen von dem Rot im Becher, in einem anderen Becher. Und ja, da mische ich mir noch ein bisschen Ocean Wave rein. Und lasse das Ganze, das Hellere, jetzt nochmal gleich über das Dunkle gießen. Genau, hier verteile ich nochmal ein bisschen diese hellen Kleckse überall, dass sich das gleichmäßig verteilt. Das Resin zieht sich ja sowieso noch so ein bisschen dahin, wo es will, immer zur Mitte. Und dann gibt das eben halt noch so diese schönen Effekte da drin. Ich habe diesmal bewusst kein Effektpigment genommen, das haben wir die letzten Male immer gemacht. Ja, hier muss ich nochmal die groben Klümpchen, die groben Metallflakes ein bisschen auseinanderziehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe so eine große Dose und dann hat man da so einen Klecks im Becher. Ja, und dann hat man den Salat. Da muss man da erstmal nochmal wieder bei. Entschuldigung. Und das Ganze wieder auseinanderzerren. Genau. So, und ja, ihr seht das vielleicht nicht so, wie ich das jetzt direkt vor der Nase habe, aber die Formen sind noch nicht so richtig doll gefüllt. Deswegen habe ich gleich noch mal ein bisschen klares Resin nachgefüllt und
auch von dem Rot noch ein bisschen mehr Ocean Wave White reingemacht. Ich habe heute einen kleinen Sprachfehler. Und genau, und gebe das gleich nochmal drauf, so dass die Form auch richtig ausgefüllt ist. Ne? Genau, mein Ziel ist es da eben nachher auch nochmal mit dem Honey Resin drüber zu gehen. Ich möchte da einen Schriftzug drauf machen und mit dem Honey Resin das Ganze dann nachher nochmal zusätzlich versiegeln. Na, dann schleife ich das Ganze wieder ein bisschen an oder mal gucken, ob ich das überhaupt muss. Muss ich mal schauen. Eigentlich müsste man das gar nicht, weil das Resin von Dupont, das ist schon richtig schön glänzend und richtig schön klar. Und ja, ich habe hier ein Resin genommen mit UV-Schutz. So, ja, hier seht ihr, ne, da habe ich nur noch mal ein bisschen heller nachgemischt und noch ein bisschen mit klar aufgefüllt. Da muss man halt die Flakes wieder so ein bisschen dahin positionieren, wo sie hin sollen. Das mache ich auch im Nachgang noch gleich. Ja, und verteile das Ganze jetzt schön in die anderen Formen. Ja, und da ich mich ja wieder vermessen habe, habe ich wieder ein bisschen viel Resin über. Das ist auch echt immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, ne? Das muss ich einfach noch mal ein paar Mal mehr machen, dann weiß man nachher auch irgendwann, wie viel Resin man für wie viel Form braucht, für welche Größen und so weiter. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar Formen im Hintergrund und dann mache ich halt noch so ein paar Coaster. So, ja, hier verteile ich einfach nur noch mal das Helle so ein bisschen. Gar nicht so viel, weil das ja eben halt, wie gesagt, noch arbeitet, das Resin. Und ja, aber ohne meine Schleifchen da drinne kann ich ja auch nicht. Ne? Also ich muss das immer machen irgendwie, ne? Das ist so mein Ding. Ja, und ich bin echt gespannt, also wie das nachher auch aussehen wird. Ne? Genau. Ja, erstmal mache ich das mit dem groben Spatel so ein bisschen, dass das richtig schön auch nochmal in die Mitte geschubst wird. Ne, dass das ungefähr auf beiden Seiten gleich ist. Und gleich gehe ich mit dem Dotting-Tool einfach nochmal und swirle die Mitte. Die Mitte. Und naja, ich habe immer noch ein bisschen weiß über. Und was kann man damit machen, um das jetzt nicht noch einfach so nur so in die Form reinzugießen? Ja, ihr seht auch, alle Formen werden irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber es ist gar nicht so schlimm, finde ich jedenfalls. Es muss nicht immer alles gerade und perfekt sein, obwohl das ist ja immer so, ne, also nicht so mein Ding. Ich muss das immer gerade und perfekt haben eigentlich. So, da ist jetzt mit dem Dotting-Tool nochmal so ein bisschen die Schleifchen gemacht und so ein bisschen, ne, einfach nochmal so da durch. Wie es mir gerade so einfällt, ich liebe das. Ich liebe dieses Swirlen einfach, das sage ich immer wieder. Das ist so mein Ding. So, genau, und da auch nochmal ein bisschen. Ja, und dann sehe ich gleich meinen Becher und denke so, da kann man doch eigentlich noch was machen. Es ist einfach noch zu viel Resin übergeblieben und ihr wisst, ich schmeiße nichts weg. So, da habe ich dann meine Untersetzerform nochmal rangeholt, um eben auch, ich habe noch so viel Sterling-Silber über gehabt und auch von dem White-Misch, Milky-White-Misch, und das gebe ich da jetzt einfach rein und Untersetzer kann man immer gebrauchen, die packe ich dann einfach weg. Ach ja, ich muss ja auch noch die Formen blasenfrei kriegen, also nehme ich das Bubble-Spray, das Anti-Blasenspray, das stinkt wie Hulle, also ihr müsst echt durchlüften und ich habe hier meine Terrassentür und mein Fenster hier am Tisch offen. Also ich habe leider nicht die Möglichkeit, das im Keller zu machen, da habe ich meine Nähmaschinen stehen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da mit Resin zu arbeiten. Genau, und dann verteile ich da einfach noch so ein bisschen und gebe hier jetzt noch die Reste so ein bisschen rein. Genau, das mache ich ganz wahllos, also ohne irgendwie großartig nachzudenken, einfach irgendwie rein. Genau. Da habe ich mir auch schon überlegt, könnte man auch noch schön Schriftzug oder irgendwie so ein Hochzeitszeichen drauf machen, wenn man es wollte. Ich gucke mal, wie die nachher aussehen ganz am Ende, was draus geworden ist. Vielleicht lasse ich die auch einfach bei mir im Schrank. Mal gucken.
Genau. Und so, dass die Becher leer sind, ne? Dass man nichts wegschmeißen muss. Genau. So, und hier habe ich halt noch ein bisschen Weiß über und gebe das noch ein bisschen in die Mitte. Ich wollte nicht zu viel Glitzer machen heute. Also der Auftrag war nicht zu viel. Ich denke aber, so wie ich das jetzt gemacht habe, ist das noch vertretbar. Und ja, ihr seht gleich, sieht das irgendwie aus wie eine Melone. Genau. Ja, mal schauen. Ich habe heute extra nicht auf Schnelllauf gemacht, weil wir haben sowieso nicht ganz so viel Länge von dem Video, weil die ja doch sehr einfach gegossen sind. Das ist ja nur im Grunde eine Schicht, wenn man dann die richtige Menge hat. Und ja, hier swirle ich mal wieder ein bisschen. Ja, wenn einer gut swirlen kann, dann ich. Kennt ihr das? Ihr möchtet irgendwas machen, was Tolles machen, Video aufnehmen, so wie ich jetzt gerade ein Voice-Over mache. Und der Kater kratzt an der Tür. Den habe ich nämlich ausgesperrt, Hund und Katze, weil das riecht hier doch extrem. Und die sollen das nicht einatmen, deswegen habe ich die eben mal ausgesperrt. Und so kann ich dann in Ruhe, dachte ich, auch mein Voice-Over machen. Aber das war ja eben nicht so. Es kann gleich sein, dass die Tür aufgeht. Der macht das nämlich von alleine dann auch, wenn er das schafft, ne? Der alte Mann. Auch schon 16. So, hier genau, hier seht ihr noch mal, wie ich das schön verteile. Und jetzt seht ihr auch, dass so ein bisschen Muster entsteht und das gefällt mir viel besser als der erste Guss. Na, genau. Da ist jetzt doch ein bisschen mehr Spiel drinne, mehr Leben drinne und das gefällt mir schon viel besser. Da verteile ich noch mal so ein bisschen das Weiße. Genau. Und nochmal wieder das Anti-Blasenspray. Aber da habe ich jetzt wirklich nur ein ganz bisschen gemacht. So viel Blasen waren da jetzt nicht mehr. Und hier habt ihr nochmal eben die Ansicht von oben, wie es jetzt fertig aussieht. Genau, das härtet jetzt 24 Stunden und wir sehen uns morgen. Es ist der nächste Tag und ja, das Resin ist jetzt 24 Stunden gehärtet. Mir ist das Ganze noch zu rotstichig, deswegen habe ich jetzt auch noch einmal Alkohol Ink Milky White in klares Resin gemischt und gieße jetzt nochmal mit Milky White und klarem Resin eine ganz, ganz dünne Schicht nach. Das Ganze mache ich wirklich ganz dünn und verteile das gleich mit dem Spatel noch so ein bisschen, ja, in die Form Ränder und mache das auf all dreien Formen. Das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf, damit das Ganze nicht zu lange dauert beim Zuschauen. Und dann muss das wieder 24 Stunden härten. Wenn wir das gemacht haben, dann werde ich noch eine Plotterschrift aufbringen und ein paar Bildchen. Und genau, ja, wie ihr an diese Plotterbildchen kommen könnt oder an die Schrift, verlinke ich euch mit in die Artikelbeschreibung. Und da ist ein ganz toller Shop bei Etsy, wo ich auch immer bestellt habe, bis ich mir einen eigenen Plotter gekauft habe. Sie ist sehr zuverlässig und ihr könnt da wunderbar eure Bildchen und Schriften bestellen. Genau, ihr seht, das Ganze wirkt jetzt ein bisschen milchiger und nicht mehr ganz so rotstichig. Das ist jetzt ein bisschen dreamiger und feiner und ich denke, das passt auch so besser in ihre Einrichtung. Genau, das Ganze härtet jetzt 24 Stunden aus. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und ja, das Resin ist durchgehärtet und ja, leider hatte ich das Pech, dass an einigen Rändern an der Form etwas übergelaufen ist. Das habe ich heute Morgen schon so ein bisschen mit der Nagelschere abgeschnitten. Das ist noch sehr weich gewesen, das Resin, und so konnte ich das gut noch ein bisschen wegschneiden, ne? Genau, den Rest mache ich wie immer mit meinem Fräser und ich wollte jetzt mit euch noch schnell entmulden, bevor ich in den Montag und in die neue Woche starte. So, wir fangen an. Es klebt alles hier fest. So, wir schauen. Einmal
von der einen Seite und einmal von der anderen Seite. Ne? Man kann ja so oder so die Form nachher benutzen. Das ist jetzt die Seite, die uns immer angeschaut hat. Ich finde, das sieht schon sehr schön aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Finde ich eigentlich noch ein bisschen schöner. Und ich glaube, genau so lassen wir das auf. Ne? Ich glaube, ich werde diese Seite hier nutzen, um es zu bekleben. Weil ich finde, hier sieht man vielleicht gut in der Kamera, dass auch die verschiedenen Schichten in dem Resin, was ich ja mit Silber und Weiß und Rosé angemischt habe, so ein bisschen mehr ins Spiel kommen. Ne? Besser als auf dieser Seite. Genau. Aber das ist ja auch immer alles Geschmackssache. Ne? Das muss man eben halt wissen, wie man das möchte. Genau. Ich werde diese Seite hier bearbeiten. Ich finde die eigentlich ein bisschen schöner. Ich weiß es noch nicht. Ich schaue noch mal. Gucken wir mal. Es ist immer das eine, es ist immer für und wieder. Ne? Ich habe ja auch extra noch diesen Rand, hatte ich ja auch geschrieben, ne? Nachträglich noch, als es noch feucht war. Das Resin war noch nicht richtig durchgehärtet, aber es war eben halt so, dass es nicht mehr sich viel bewegt hat und deswegen habe ich hier nochmal diesen Rand nachgearbeitet. Ne? Das hatte ich euch nochmal dazu geschrieben. Das habe ich im Nachgang gemacht, ohne Kamera. So, und hier löst sich das schon fast von alleine, weil ich da heute Morgen schon dran geschnitten habe. So, die Form einmal zur Seite. So, das ist die Seite, die uns angeschaut hat beim Gießen. Und das ist die Rückseite davon. Also, immer alles Geschmackssache, wer wie welche Seite am liebsten mag. Wir gucken einfach, was ich nachher draus mache. Oder so und so. Das kann man natürlich auch machen, ne? Genau. So, und die letzte Formen. So, das ist wieder die Seite, die uns angeschaut hat. Und auch hier sieht man wunderbar, wie das Weiß und das Silber so ein bisschen ins Spiel kommt. Das Silber sieht man eigentlich kaum da drin. Ne? Da hätte ich ein bisschen mehr machen können. Aber das ist auch immer so Übungssache, wie das am besten geschichtet wird. Ne? Genau. Ja, also wie gesagt, da kommt jetzt noch der Druck drauf. Das, was ich geplottet habe, da kommt jetzt noch die Schrift drauf. Und ja, ich zeige euch noch eben die Untersetzer, die ich aus den Resten gemacht habe. Auch hier habe ich heute Morgen schon ein bisschen vorgearbeitet. Und ja, so sieht die eine Seite aus und so sieht die andere Seite aus. Genau. Ja, da kann man auch noch wunderbar was dran machen. Diese sieht so ein bisschen unauffälliger aus und auf der anderen Seite so. Hat so ein bisschen was von Winter, finde ich. Das ist einfach, um Reste zu verwerten, immer eine schöne Sache, eben halt diese Coaster zu machen. So, bei der ist das richtig schön, wenn man das so ins Licht hält. Das könnt ihr vielleicht gar nicht so sehen. Dann kann man da so ein bisschen durchgucken. Und der letzte. Die können jetzt noch ein bisschen liegen bleiben. Ich finde, die dürfen noch so ein ganz bisschen durchhärten. Deswegen packe ich die nochmal wieder in die Form zurück. Und ach ja, das kleine Herzchen haben wir ja auch noch, genau. Das kleine Herzchen. Das habe ich nicht vorgearbeitet, das mache ich einfach noch. Da habe ich das Loch zugemacht. Kein Problem, gehe ich mit dem Bohrer nochmal bei und dann ist das Loch wieder da. Kann man richtig schön als Schlüsselanhänger benutzen, kann man auch einen Namen reinschreiben. Mal gucken, was ich draus mache. So, ja, ihr Lieben, das war einmal das Entmolden und ja, wir sehen uns wieder, wenn ich die Schrift drauf gemacht habe und wenn ich das Honey-Resin als Abschluss, als Glanzschicht aufgegeben habe. Und natürlich habe ich dann auch schon das Loch gebohrt. Es soll ja eine Etagere werden. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alles fertig ist. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Kommt gut rein. Bis dahin. Hier seht ihr nun die fertige Etagere und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, gebt mir doch ein Däumchen, ein Abo und dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen.